Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shellshock Live. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ja Leute, und damit nochmal herzlich willkommen zu Shellshock Live. Mit mir, dem Shining. Und meinen neuen Kollegen, Boys and the Greeter, Top Over, den darf ich nicht aussprechen, weil der einen bösen Namen hat, Osax und Fix. Ich nenne den da unten jetzt einfach nur 007. Und es wird direkt auf mich gehalten. Schön. Ich antworte mit einer Sniper. Da muss ich gleich einen kicken. Also ich spiele mit totalen Randoms, ich gehe auch überhaupt nicht auf den Chat wirklich ein, was die da schreiben. Ich hatte das ja auf einen Prototypen gemacht, damit das einfach ein bisschen spannender ist. Mann, vibriert das gerade richtig. Ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme so geruckelt hat, aber gerade ist gefühlt das Ding explodiert. Es gab im Übrigen ein Update. Ich hoffe, dass wir die Sachen, die in dem Update drin waren, auch zu Gesicht bekommen. Also es soll jetzt so Drohnen geben. Und unter anderem soll es jetzt noch ein neues Buff geben. So ein Dreifach-Damage. Vielleicht kriegen wir das zu Gesicht. Und da haut einer direkt einfach einen Nuke raus. Alles klar. Ich schieße das. Sollte die Runde etwas länger dauern, kann ich das einfach. Ich gucke, dass ich zwei Runden in das Video hier reinpacke. Okay, das war ein interessanter Schuss. Nice Shot. Ja, dass das nicht geplant war, das ist logisch. Und ich bin schon tot. Ja, da sehen wir es, die Drohne. Das ist jetzt das, wo ich die Maus drauf halte. Wenn die jetzt eine abschießt, dann wird die der Verbündete von dem, der sie abgeschossen hat. Und attackiert dann die anderen. Ich weiß nur nicht, wie lange die da bleibt. Aber es lohnt sich drauf zu schießen. Ja, und jetzt können wir nur darauf warten, dass die da fertig sind. Nee, schieß bloß drauf.
Die können übrigens alle kein Englisch, offenbar. So, jetzt bin ich gespannt, wie die funktioniert. Okay, die schießt 3 Schüsse auf irgendwas. Und dann ist sie fertig. Ja, ist schon ein bisschen schade, dass die Drohne jetzt nicht ganz so stark ist. Also man kann sie ja nebenbei abschießen, wenn ihr dann so 15 Schaden macht. Kann vielleicht irgendwo, wenn der Gegner fast tot ist, sinnvoll sein. Das war jedenfalls kein sinnvoller Schuss. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Runde, da ich bis dahin jetzt einen Cut mache. So Leute, zweite Runde, neues Glück. Ich kann komischerweise meinen Schuss nicht sehen. Ich habe irgendeinen Bug. Also nee, ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, das auf Teamschuss umzustellen. Au, da kommt direkt ein Flächenangriff auf mich zu. Zack! Und der Schild hält auch noch! Ich habe ein Schild, ja! So lobe ich mir das. Es gibt auch offenbar 2 neue Items. Man kann jetzt seine Waffe einmal laden. Oder man kann seinen Schaden kurzzeitig verringern. Das habe ich vergessen, euch vorherige Runde zu zeigen. Ich will das jetzt hier aber nicht anwenden, weil die sind so um die 40 Level alle über mir. Und wenn ich das einmal mache, könnte ich RIP sein. Jetzt nimm bloß das Zweifach-Damage mit. Und rippe einen weg. Am besten den 007. Ja, er hat getroffen. Ist der RIP? One-Hit-KO. Ich hab den richtigen Teammate. Und der andere ist direkt gelieft. Ich will das jetzt einmal einfach ausprobieren, weil jetzt sind wir ja eh schon im Vorteil. Ich kann übrigens sehen, wie der zielt. Und ich weiß nicht, warum. Ach so, wegen der 3D-Bombe. Ich habe die auch schon gesehen. Okay, ich kriege nicht die Drohne ab. Das ist schon mal was Gutes. Wenn ich das jetzt anständig anstelle, kann ich die Drohne sogar mitnehmen. Okay, die Drohne hat zumindest Schaden gemacht. Was ich auch erst jetzt bemerke, wenn man das einmal macht, dann scheint es offenbar ein bisschen länger anzuhalten. Ich weiß nicht, wie das sich mit Fortify verhält. Das ist halt eher heute erst rausgekommen, wo ich es aufnehme. Ich bin froh, dass ich so einen guten Teammate habe. Und ich bin froh, dass ich die ganze Zeit irgendein Schild vor die Nase kriege. Muss jetzt aber auch mal Schaden machen. Sonst wird es langsam peinlich. Am besten wäre, wenn ich irgendwie die Magnete in den Rhein jage.
Aber ich hatte zwei Portale direkt vor der Schnauze, also schwarze Löcher. Da hätte ich niemanden im Leben treffen können. Allerhöchstens mit Erdbeben oder Regenbogen, aber das hätte so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Und mit Erdbeben hätte ich vielleicht sogar meinen Kollegen behindert. Ich glaube nicht, dass das treffen wird. Wenn ich schaffe, versuche ich jetzt da hochzukraxeln und ihm eine Sniper reinzujagen. Haben aber auch echt alle Pech, was Portale und so alles angeht gerade. Also die stehen die ganze Zeit schon mies. So, jetzt aber. Zack. Good game. Gewonnen. Auch wenn ich nur einen Treffer gemacht habe. Oh, ich scheine offenbar auch mit Keimling getroffen zu haben. So, jetzt bevor ich es vergesse. So. Na toll. Ich bin mit dem in einem Team, mit dem ich nicht in einem Team sein wollte. Okay, lol. Au. Verbrecher. Ich treffe eh nicht. Ich will auch nur an den nah ran, weil ich will ihn die Torpede direkt reinjagen. Wenn man alle davon trifft, macht man 100 Schaden. Also die sind ultra stark. Die machen nämlich alle 11 Pudding. Mit Doppeldamage natürlich nochmal besser. Klar, der hat einen Freischuss verdient, weil sein Kollege direkt in der ersten Runde einfach einen Abgang gemacht hat. Und sowas finde ich auch immer mies. Aber ich hatte schon in letzter Zeit so zig viele Runden, wo das passiert ist. So, hoppsa! Und ich habe sogar verfehlt. Ich Amateur. Jetzt nimmt der das Ding mit. Na gut, es zieht aber auch nicht so sehr. Könnte aber auch sein, dass die Anzahl an Schüssen unterschiedlich ist. Also bei der vorherigen Runde hat das Ding nämlich viermal geschossen. Deswegen, man hat keine Ahnung, wie viel das Ding eigentlich machen kann. Das Ding ist auch noch neu. Wo ist meine Torpedo? Der Plan sah eigentlich in meinem Kopf jetzt ein bisschen anders aus. Jawohl, hab noch überlebt. So, kurz berechnen. Mist, um einen Punkt. Das war eine verdammte Tapfsniper. Sollte ich überleben, kommt eine Katze. Ich überlebe bestimmt nicht. Oder doch? Katze ist das Stärkste, was ich feuern kann.
Genau. Jetzt bring mich nicht mit dem Monden um. Das Gute ist ja, dass ich ihn auch gerade ein bisschen ablenke, wodurch mein anderer Kollege hier richtig reinballern kann, weil er hat sich viel stärker machen als ich. Sofern der jetzt nicht reinscheißt. Der reinscheißen ist mein Job. Schon mit dem Anzug allein zu unterhalten. Aber das muss ich ja jetzt mehr, weil es eh durch ist. Ja Leute, das war's mit Shellshock für heute. Ich wollte euch hauptsächlich die Drohne zeigen. Das habe ich auch geschafft. Meine Katzen haben Upgrade bekommen. Ihr seht das mit dem Permaroll, ist das einzige, was eine neue Waffe ist. Die kann ich mir aber im Leben noch nicht leisten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.